Ja, hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind gerade immer noch in Norwegen unterwegs und gerade aktuell an den Lofoten und haben jetzt hier eine neue Location gefunden vom Atlantikwall, ein Bunker oder ein Bunkersystem besser gesagt. Das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Ja, das ganze Ding thront hier irgendwie auf dieser Felsformation. So, sollen wir mal gucken, ob wir hier einen Eingang finden. Hier sind diese ganzen Gestänge aufgebaut für Kabeljau. Die werden dann irgendwann drüber gehangen. Das ist aber, glaube ich, schon ein paar Monate her. Sehr schwierig. Hier liegt auch allerlei Schrott. Irgendwelchen Dosen. Ich klettere mal eben hier hoch. Da ist das Teil. Tja, schwierig. Wird sogar mal irgendwie angestrahlt, so wie es aussieht. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Hier sind auch noch irgendwelche Rohre und so weiter von dem Ganzen. Das Ganze liegt halt in so einer Hafenstadt. Tja, schwierig. Ich muss erst mal gucken, wie ich da jetzt hochkomme. Ja, so wie es aussieht, gab es hier mal Zugang. Hier ist noch eine Treppe, wo es hier hochgeht. Und hier schon ganz makaber hängen schon die Fischköpfe zur Abwehr. Nein, keine Ahnung, wurde wahrscheinlich verloren. Dann hat man es einfach dahin gehangen. Wenn man jetzt hier hochgeht, haben wir schon gerade eben gesehen, ist da schon ein kleiner Bunker. So, hier muss man aufpassen, hier liegen allerlei verrostete Sachen rum, ob das jetzt hier mal zu der Anlage gehörte oder nicht. Ja, dann ist hier jetzt so ein kleines gemäuertes Ding, aber das wird nur irgendein kleiner Vorrat gewesen sein für Benzin oder ja, Munition weniger. Die haben ja ab und zu solche kleinen Verschläge errichtet, um Benzin und sowas zu deponieren. Weil das ist ja hier ziemlich nah an der Straße. Also brauchen wir uns da jetzt nicht durchkämpfen. Wir gucken jetzt, ob wir von hinten hochkommen. Ja, hier haben wir schon das erste Gebäude irgendwie. Die Fenster, die sind alle soweit. Oder die Luken, alle soweit mit Ziegelstein zugemacht. Gucken, ob wir hier noch einen offenen Zugang haben. Das ist definitiv ein Bunker. Ja. Und hier ist auch der Zugang. Aber da werde ich jetzt mal eben kurz Licht brauchen. Naja, ist aber relativ unspektakulär aus. Ich denke mal, der hatte auch nur irgendeine Lagerfunktion. Also man hat hier auch sehr viele Fenster, die hier alle geschlossen sind. Also auch bot wahrscheinlich nur minimal Schutz vor irgendwas und ja, haben sich im Prinzip Jugendliche verewigt. Und ja, nicht so interessant für uns. Hier hat man scheinbar irgendwie was an so einem Fels nochmal befestigt. Keine Ahnung. Wenn man jetzt hier versucht hochzugehen, ob da irgendwas ist, kann man gleich nochmal machen. Wir gehen jetzt erstmal vor. Ah, Melanie hat schon was gefunden. Verkokelt. Ja, gut, die werden hier halt ihre Sperenzgen gemacht haben. Ne? Okay, aber es sieht erstmal interessant aus. Es scheint wie so ein Art Deckungsgraben zu sein. Puh.
Hier geht es auch erstmal abwärts. Naja, dadurch, dass es halt ziemlich nah an dieser Hafenstadt ist, ist ja wahrscheinlich schon einiger Schabernack passiert. Aha. Sieht irgendwie aus wie so eine kleine Waschrinne. Jetzt geht das hier noch rund. Ist jetzt alles mega dunkel. Ich glaube, ich muss mal die andere Taschenlampe einsetzen. So, jetzt haben wir deutlich mehr Licht. Also hier wurde leider schon einiger Schabernack getrieben, deshalb sind die Wände auch so schwarz. Die haben hier ordentlich gefackelt. Das ist leider wieder sehr schade. Hier hat man praktisch nochmal so eine Observationsluke. Und das war scheinbar wie, keine Ahnung, dass das so eine kleine Waschrinne war oder ob man hier abmunitioniert hat, wenn man hier reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hier sind einige Hinterlassenschaften. Oh. Das ist mal dieses Verbindungssystem hier. Puh, hier riecht es auch richtig verkogelt. Kleine, entweder Unterkunftsräume oder Lagerräume. Und dann kann man hier oben raus, Kopf einziehen und steht, ja, auf, ja, auf was, auf dem Bunker zumindest. Hier war auch noch mal was drin. Puh, schwierig. Es war ein Schacht, es gehen Treppen nach unten. Und ja, hier oben, hier ist dann auch noch wie so Sockel, betoniert alles. Hier oben ist noch ein Sockel. Irgendwas war hier noch aufgebaut. Was genau? Unklar. Da müsste man gleich nochmal auf eine Karte gucken, wo man gegebenenfalls noch ein paar Informationen dazu hat. So, ich gehe jetzt am besten hier, so wie ich gekommen bin, runter. Also hier riecht es echt extrem verrußt. Na, das ist wieder schade. Es ist wie in Deutschland halt auch, ne? Das sind halt Kinder, Jugendliche, die da keinen Respekt mehr haben vor diesen Sachen. Und ja, wird dann halt zerstört, auch wenn es gar nicht mehr viel zu zerstören gibt. So, irgendwie haben wir jetzt gerade dieses eine System, diesen Bunker, den wir von unten zu Anfang gesehen haben. Sind wir jetzt gerade irgendwie vorbeigelaufen. Da müssen wir gleich gucken, das kann sein, dass das da hinten, ach, da oben ist er. Da müssen wir hin, okay. Ja, sind wir vorbeigelaufen gerade irgendwie. Aber wir haben jetzt hier unten was direkt an der Klippe gefunden. Beziehungsweise es geht jetzt hier überall weiter scheinbar. Hier ist nämlich auch ein Verschlag. Und jetzt hätte ich mich beinahe hingelegt. Ja. Es ist halt nur, mal kurz Licht anmachen. Na, meine Taschenlampe streikt hier wieder. So. Ja, da ist noch ein Fass. Ja, ich denke, das sind halt immer so zwischen den einzelnen Posten so Vorratsbunker für Munition oder andere Geschichten. Okay. Dann gucken wir uns das andere jetzt hier oben an. So.
Wo kommen wir denn da raus? Ja, auf jeden Fall kann man schon erkennen. Oh, yo. Hier stand ein großes Geschütz. Hier ist eine riesige Plattform. Ja. Also hier hat man ein riesiges Geschütz gehabt. Entweder eine Flak, eine 88er oder sowas. Oder irgend noch ein größeres Kaliber. 12 oder 15 cm Kanone. Ja, und das sind jetzt im Prinzip hier. Hier sieht man auch noch einen Sockel. Hier könnte ein Suchscheinwerfer drauf gestanden haben. Um hier die Küste zu inspizieren. Hier gibt es aber keine Luken bzw. Schießschaden. Das heißt, es sind jetzt praktisch nur die, ja, Deckungsgräben für die Mannschafter, die hier das Geschütz bedient haben. Aber ich glaube, das können wir uns, irgendwie spinnt heute meine Taschenlampe, schenken, da jetzt reinzukriechen, weil das wird nur vermüllt sein. Und wie gesagt, es gibt keine Schießschaden. Da werden sich die Soldaten halt nur aufgehalten haben. Vielleicht standen da nur ein, zwei Betten drin. Und das war's. Aber wenn man sich den Radius hier anguckt von der Plattform, würde das schon sehr groß gewesen sein. Hier gibt's auch noch mal eine kleine Luke. Hier auf den Seiten auch jeweils. Und da wahrscheinlich wieder für Mannschafter. Und hier, ja, wieder für irgendein Material oder Munition. Aber wir können jetzt mal eben Spaß machen und hier reingehen. Hier ist wieder das Zeichen von der Totenkopfdivision. Das finde ich irgendwie skurril. Es ist nicht original, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier geht's, zeigt sich doch nochmal ganz schön ab. Hier auch wieder Division Totenkopf. Die wird hier aber nichts mit zu tun haben, sondern das hat einfach mal einer dran getaggt. Ja, das sind halt wieder entsprechende Räumlichkeiten. Geht man nochmal so ein bisschen abwärts. Hier gab es auch, also es gab von jeder Seite praktisch auch Zugänge. Ja, hier sieht auch komisch aus. Als ob das hier mal so ein Duschvorhang oder sowas war, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das sind nur die letzten Überbleibsel. Ja, die hat man auch wieder gefackelt. Also der Sinn erschließt sich mir nicht. Einen geschlossenen Raum zu fackeln. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, schade. Trotzdem nochmal interessant zu sehen, den Aufbau. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir zu diesem großen Bunker kommen. Das wird wahrscheinlich der Leitstand gewesen sein, der das dann koordiniert hat. So, mein kleiner Wald- und Wiesenmolch ist da schon unterwegs. Hat schon wieder einen Zugang oder einen Weg dahin gespottet. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Der Krabbensmann. Krass. Ja, hier haben wir jetzt echt einen riesigen Betonklotz. An den Seiten gehen hier noch Trittstufen hoch. Hier gehen auch irgendwelche Rohre aus dem Bunker. Keine Ahnung. Warum? Ja, und hier hat man
Ja, okay. Also hier war definitiv ein MG wahrscheinlich verbaut. Und das war auch mal komplett offen. Und da ist, hier, das ist wahrscheinlich wieder, da konnte man Granaten rauswerfen. Nach unten. Das hatte hier rüber, glaube ich, funktioniert. Oder von der anderen Seite, von drinnen. Zumindest hat das mal einer gesagt bei der Maschinenlinie. Und es sieht so ähnlich aus. Okay. Hier kommen wir, glaube ich, auch erstmal nicht weiter. Ihr seht ja jetzt diese Seite. Die standen vorhin da unten irgendwo. Da müssen wir wohl oder übel durch diese Luke da an der Seite. Jedenfalls waren da hier mal Treppen. Da ging es wahrscheinlich auch so wieder raus. Melanie hat es auch geschafft, ist hier reingekrabbelt. Ja, und jetzt haben wir diesen Eingangsbereich. Hier vermutlich wieder so eine Observationsgeschichte. Wenn hier einer reinkommt, konnte man das hier gegenprüfen. Hier hat man zwei richtig coole Türen, ne? So doppelt diesmal. Also nicht eine Tür zusammen, sondern so zwei kleinere. Oh je. Hast du denn deinen Rucksack? Draußen. Ich kann ihn noch mal reinholen. So. Dann gucken wir jetzt noch mal. Ja, wir haben jetzt den Haufen Räumlichkeiten. Ne? Hier hinten ist es auch noch mal. Das, also sowas habe ich jetzt halt auch noch nie gesehen, dass diese Türen so geteilt sind. Wo man das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber hier wird, hier ist der MG-Stand gewesen, ja. Aber auch ziemlich eng, ne? Tja. Und hier vermutlich auch irgendwie hier das Lüftungssystem, um beim Beschuss da die Abgase rauszuholen. Hier auch so komisch verwinkelt hier diesmal. Vielleicht hat man so versucht, irgendwie sich den Felsen äußerlich anzupassen, damit das auch nicht so ins Auge fällt. Weil gerade Linien sind in der Natur nicht wirklich vorhanden. So. Ui. Ja, alles war auch mal irgendwie verschlossen. Das hat man alles wieder aufgerissen. Ja, also ganz, ganz merkwürdig verwinkelt ist das Ding. Ganz, ganz komisch. Aber es war mal hier mit Brettern verkleidet. Man sieht dann auch die Reste. Und da... Also man hatte jetzt hier nicht die nackten Wände. So, hier konnte man nochmal hoch. Aha, ja. Also deshalb würde es schon soweit korrekt sein. Das Bett kann sogar noch zumindest von den NATO-Streitkräften her rühren. Das war halt wirklich ein Leitstand. Da konnte man hier ordentlich beobachten, observieren, Anweisungen geben an die Geschütze, die hier in der Umgebung dann standen. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Und man konnte das auch von außen zuklappen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Dann war das Ganze noch zusätzlich abgetan. Stacheldraht vorn. Ja, so sah es mal aus. Das ist halt der Rest. Natürlich im Gegensatz zu den anderen Anlagen, die wir uns jetzt angeschaut haben, natürlich ziemlich runtergekommen. Aber das ist halt dem geschuldet, weil es halt ziemlich nah an so einer Hafenstadt ist. Ja, wir können jetzt gleich nochmal schauen auf der Karte, was jetzt hier im Endeffekt genau stande, um euch das nochmal mitzuteilen. Ansonsten denke ich mal, sind wir hier durch. Also wir haben uns nochmal eben kurz belesen,
von der Informationsquelle, standen hier zwei 15,5 cm Kanonen, also was wir zu Anfang gesehen haben, die Plattform ließ ja schon darauf schließen, dass das ein gigantisches Geschütz gewesen sein muss. Also war das hier praktisch eine einzelne Batterie mit zwei großen Geschützen, Leitstand und halt das, was noch dazu gehört, vielleicht ein, zwei MG-Nester und ja, Scheinwerfer, alles, was man halt dafür braucht. Ja, wie gesagt, schade, dass es ein bisschen runtergekommen ist, aber so ist das nun mal. Es gibt solche Anlagen und solche. Und wir hoffen, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!